so, nein, ich bin blau, ich habe überlebt. Das verbindet sich zu einem Torbogen. Oh mein Gott, ist das cool. Wie viele Leute sind das? Oh mein Gott! Herzlich willkommen auf dem Ubisoft.de Channel. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen heute das neue Die Siedler, neue Allianzenspiel. Das es auch übrigens auf Ubisoft Plus gibt. Also falls ihr Ubisoft Plus habt, dann schaut da gerne mal rein ins Spiel. Und dann fange ich doch an mit der Einführung. Sieht schön aus. Finde einen Wald. Wälder. Dies ist ein normaler Wald. Wenn eure Siedler diese Bäume fällen, schaffen sie dadurch mehr Platz für Gebäude. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Alle Baupläne für Gebäude findet ihr im Baumenü. Ja, dann setze ich dich hier so direkt am Rand. Das sieht schon ziemlich nice aus. Ich kann so gut wie alles bauen. Okay, was war Straße nochmal? F? Nee. G. G für Gehweg. Okay. Die Gebäude sehen auch echt cool aus. Also ich mag die Grafik vom Spiel. Oh, und jetzt kommt... und hier kommen jetzt die Helfer. Die Ingenieure bauen und die Helfer bringen denen die Materialien. Hä, wie süß. Oh, wie der Esel da jetzt mit seinem neuen Karren rauskommt. Jetzt lernen wir das Militär kennen und danach kann ich meine eigene Stadt errichten. Okay, das sind Feinde. Ach so, nein, ich bin blau, ich habe überlebt. Okay, passt. Die haben auch noch deren Häuser angezündet. Mies. Kiel, Vorsicht, komm her. Von ganz schöner Brummer, der kleine Racker. Vorsicht. Du bist nicht dick. Nein, nein. Auf der Kaufenseite könnt ihr die Waren auswählen, die ihr kaufen möchtet. Wählt den Edelstein aus und kauft so viele wie möglich. Oder wie ihr mögt. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Ich habe... Jetzt habe ich das Tutorial endgültig durchgespielt. Übung. Spielt ihr ein Übungspartier? Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche kein Übungspartier. Jetzt wird gespielt. In dieser Übungspartie könnt ihr euch ohne viel Druck mit dem Spiel vertraut machen. Der Gegner wird euch weder angreifen, noch allzu sehr... Okay, vielleicht spiele ich doch eine Übungspartie. Vielleicht mache ich das doch. Dann, was habe ich gelernt? Ich brauche Holz. Die sollen das bauen. Die zwei sollen den Weg bauen. Gut, dann läuft das doch. Dann wäre vielleicht eine Fischerhütte auch gar nicht so schlecht, weil die zum Beispiel auch Fisch brauchen. Was brauchten die nochmal? Ah, auch Fisch. Okay, dann mache ich eine Fischerhütte. Ja, vielleicht mache ich das so. Und dann von hier. Dann ist das nicht ganz so im Wasser. Dann wären Nutztiere vielleicht. Das Coole ist, ich glaube, ich habe kein Geld. Also, das Coole ist, ich glaube, ich kann so viel bauen, wie ich will. Und ich habe keine Geldbegrenzung, dass ich irgendwie sage, ich kann mir irgendwas nicht mehr leisten. Deshalb kann ich jetzt voll reinhauen. So, wo sind meine gelangweilten Ingenieure, die nur darauf warten zu arbeiten? Ah, ich brauche mehr. So, dann habe ich hier jetzt den Stall. Dann kann ich, da mache ich hier Eselproduktion. Die Esel... Wagenbauer hier. Da mache ich nämlich einen Wagenbauer direkt daneben. So. Bäckerei produziert... Oh ja! Dann baue ich das hier so hin. Da brauche ich dann auch keinen extra Weg für. Passt. Oh ja, so passt das voll schön rein. Okay. Dann kommt hier die Bäckerei hin. Und dann Wohnhäuser. Wo baue ich Wohnhäuser hin? Ich könnte hier eigentlich so ein paar. Und hier. Hier so auf den beiden Seiten. So ein bisschen Wohnhaus. Sieht stadtplantechnisch exzellent durchdacht aus, deine Siedlung. War das ironisch gemeint? Das verbindet sich zu einem Torbogen. Oh mein Gott, ist das cool. Hä, wie nice. Der Torbogen. Okay, Spiel ist gekauft. Ha!
Oh mein Gott! Und wenn ich das daneben baue, dann entsteht da ein Turm in der Mitte. Ich kann da so richtig... Ich kann da so eine richtig kompakte Stadt bauen. Eine Raute ist immer eine Verbesserung für eine Fähigkeit und der Kreis verbessert die Werte. Okay, ja gut. So, und jetzt? Ach so, muss ich hier vielleicht noch weitermachen? Forschung abgeschlossen. Ich schalte den Akademiezweig vollständig frei. Freischalten, wie... Ja, freischalten. Das war wirklich satisfying. Ja, ne? Fand ich auch. Herzlichen Glückwunsch, die Einführung ist abgeschlossen. Und damit würde ich sagen, starten wir ins Game rein. Aber es war auch wirklich nötig. Ich glaube, ohne das Tutorial wäre ich mega lost gewesen, weil ich halt das Spiel noch nie gespielt habe. Sollen wir Kampagne oder Gefecht machen? Ich mach mal das. Das Königreich Iles ist Opfer einer Verschwörung. Das Militär hat den König gefangen genommen und den Rat entmachtet. Oh, wie viele Leute sind das? Oh mein Gott! Wie greife ich die an? Irgendwie sind das aber auch nicht meine. Wo bin denn ich? Ich glaube, das bin ich. Ich glaube, ich... Ja, das sind meine Leute. Okay, ja, dann scheiß erstmal auf die Verbündeten, die da angegriffen werden und zerstört werden. Ich kümmere mich erstmal um mich. Oh Gott, ich glaube, ich bin die Nächste. Ich muss unbedingt aufpassen. Sichere die Gefängniszellen. Niemand ist schneller als ich. Wo soll ich hin? Ach so. Ich glaube, das ist eine Einführung gerade noch. Vielleicht. Okay, das habe ich gemacht. Sicher das Gildenhaus und spreche mit dem Gildenmeister hier. Alright. Dann nehme ich hier mal meine Soldatis und setze die mal hier hin. Okay, dann gehe ich jetzt auf die neue Insel und da fängt das Spiel dann safe an. Ihr gebt euch zum Hafen. Ah ja. Zum Hafen entkommt ein Boot des Schiffes. So. Ein Neuanfang verheißt neue Hoffnung auf ein Leben in Frieden. Es gibt viel zu tun. Okay, jetzt fängt es neu an. Errichte eine Holzfällerhütte, errichte ein Sägewerk. Alright. Das klatsche ich mal hier so hin. So. Steinbruch. Steinbruch, Steinbruch. Hier. Ich glaube, das muss erst so ein bisschen erkundet werden. Vielleicht so wäre eigentlich gut. Okay. Dann setze ich den hier so hin. Die sind jetzt hier alle beschäftigt gerade. Dann lasse ich die jetzt erstmal machen. Und wenn die fertig sind, schicke ich die mal dorthin. Errichte Wohnhäuser. 2 Stück. Alright. Da wäre wahrscheinlich eh nicht viel anderes Zeug hingekommen. Das ist ein ziemlich... Da könnte ich dann hier noch so 2, 3 Wohnhäuser hinbauen. Ich glaube, da wäre sonst eh nichts hingekommen. Errichte eine Werkzeugschmiede und produziere Werkzeug. Errichte ein Gildenhaus und rekrutiere einen neuen Ingenieur. Das wäre so perfekt, wenn das so nebeneinander, dann könnte ich den Weg da auch so lang führen. Alright, dann richte ich die. Aber ich will die auch nicht an den Strand klatschen. Hier so hin. So, dann ist sie dort am Weg. Hier war der Weg von hier bis... Ich glaube, ich mache das so. Weil wir haben so viele Nichtstore, also einfach nur Träger, die ausgebildet werden müssen. Ah ja, okay, jetzt sollte das funktionieren. Ah ja, jetzt wird er ausgebildet. Alright. Ist der dann auch der, der gleich ausgebildet? Ja, und jetzt trainiert er und wird somit zu einem Ingenieur. Krass, was ist das? Abenteurer. Rekrutierung abgeschlossen. Okay, cool. Hier, nachwachsend. Hier haue ich mal eine Holzfällerhütte auch hin. Aber dann, glaube ich, brauche ich hier auch ein Lager. So, was ich jetzt machen möchte, was ich brauche, ist, gerade für diese Holzsachen wäre eine Fischerhütte nicht verkehrt. Deshalb stelle ich mal, ich könnte auch so machen. Ja, so mache ich das. Rekrutierung abgeschlossen. Und dann baue ich eine Holzfällerhütte. So, dann sollen die bauen.
So, ein Weg. Von hier. So. Und dann kann ich ja hier die mit Fisch versorgen. Die mit Fisch versorgen. Nee, die versorge ich nicht mit Fisch. Weil die reiße ich jetzt ab. Und dann kommt da was anderes hin. Ich baue ein Wohnhaus hin. Dann soll da jemand hinziehen. Dann können sich hier so zwei Leute einnisten. Oder zwei Familien. So, die brauchen... Dieses Gebäude ist sehr weit von dem nächsten Lagerhaus. Ah, ich wusste es. Okay. Lagerhaus, Lagerhaus. Lagerhaus, das klatsche ich vielleicht mal hier so an den Rand. Oder in die Mitte, besser gesagt. Alle Wohnhäuser sind voll. Alright, wir bauen neue Wohnhäuser. Gar kein Problem. Ich glaube, hier wäre... Ich glaube, ich baue hier nochmal ein, zwei Wohnhäuser. Die verbinden sich dann immer so schön. Die sind hier schon fleißig am Arbeiten. Also die arbeiten, obwohl sie kein Lagerhaus haben. Das ist sehr cool. Dann haben die schon mal ein bisschen Vorrat. Oh ja, schau mal. Hier ist schon ein Baumstumpf. Und hier sind sogar noch mehr. Boah, wie cool das ist, dass sie hier wirklich ihre Baumstümpfe ablegen. Nice. Ah, das Lagerhaus ist auch schon fertig. Nice. Oh, und dann habe ich hier neue Leute. Okay. Ich fand das so schön. Ich würde hier auch gerne leben. Es sieht so friedlich alles aus. Ich will gar nicht, dass irgendwann Leute kommen und mich bombardieren. Ich will hier einfach wie so ein kleines SimCity alles aufbauen, ohne dass ich Stress bekomme mit irgendjemandem. Schau, das ist so nice. Sie haben das jetzt einfach hier so hinzugefügt. Und jetzt sieht das alles so bündig aus. Jetzt ist da nicht ein so ein loses Haus, sondern es ist halt so wirklich ein so ein Wohngebiet quasi. Das finde ich richtig cool. Oh no, was ist denn hier los? Unterbrochen, wieso? Wieso unterbrochen? Ich glaube, ich brauche noch so ein... Warte, kann ich hier gucken, wie viel Fisch ich habe? Fisch 0. Alright, dann mache ich mal nochmal eine Fischer. Oh nein, ich habe es falsch rum. Egal. Dann mache ich das so. Hier, da sind doch end viele. Komm. Ihr nehmt jetzt mal... Ihr nehmt jetzt mal hier ein bisschen ein. Warte, wo sind meine Leute gerade? Hä? Ah! Da sind Bergbaugebiete. Ach, da, wo ich gerade hingeschickt wurde. Ah nein, verdammt! Oh, oh. Oh nein. Oh, Kacke. Er hat blöd gelaufen. Okay, hier sind Rohstoffe gefunden worden. Aber ich glaube, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Errichte eine Schmelzhütte und produziere Eisenbahn. Okay. Vielleicht haue ich die einfach... Vielleicht haue ich die einfach hier so hin. Hä, das bedeutet doch keinen Weg. Ah, lol. So, hier fehlt der Weg. Errichte ein Ausbildungsgelände. Ach, das ist nur ein Gildenhaus. Ah. Da mache ich doch hier so ein Ausbildungsgelände hin. Oder nee, hier baue ich Wohnhäuser hin. Und das Ausbildungsgelände hier hin. Drei Soldaten schon rekrutiert. Perfekt. Hier könnte ich jetzt mal noch ein Wohnhaus. Ich bin eh voll. Okay, einen brauchen wir noch. Perfekt. Yes, nice. Erobere das Banditenlager im Norden. Wirklich nur mit 10 Stück? So, kommt mal mit. Im Norden, wo ist das? Hier. Okay, kämpft. Nein! Ups, das war ein Fehlklick. Nein, kämpft. Rekrutierung abgeschlossen. Nice! Nice! Wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt von diesem Stream. Das ging so schnell jetzt, einfach 2 Stunden. Es kommt mir vor, als wäre es eine halbe gewesen. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Hat mega viel Spaß gemacht. Die Siedler, ich kann es euch nur empfehlen, auch wenn ich jetzt noch nicht so viel damit oder daran gespielt habe. Ich finde es mega gut. Ich freue mich darauf, dass ich das jetzt spielen konnte. Wir werden nächstes Mal weiterspielen. Vielleicht werde ich auch alleine ein bisschen weiter suchten, wenn ich die Zeit finde. Dann macht's gut, Leute. Man sieht sich. Ciao.